Hi und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Jo, ich befinde mich gerade. Was will denn der? Ja, ich befinde mich gerade auf dem Weg, ein Testfahrzeug Probe zu fahren. Und ich dachte mir, ich nutze die Gelegenheit und machen ein Video und reihe mich hier zwischen den Fahrrädern ein. Geil. Oh, Kopf einziehen, sonst knallt's. Ja, das Thema des heutigen Videos. Ja, ich habe heute tatsächlich ein Thema rausgesucht. Allerdings habe ich mich nicht vorbereitet darauf. Und zwar die negative Fakten von der Piaggio ZIP. Normal sollte ich mir ein paar Hinweispunkte aufschreiben auf dem Zettel und so, aber naja, ich bin eher ein spontaner Mensch. Allerdings ärgert mich jetzt schon ein bisschen, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich werde jetzt bestimmt die Hälfte vergessen oder nicht aufsagen oder ja, whatever. So, jetzt schleichen wir uns da auch mal dazu. So, der erste Fakt, wogegen eine oder negativer Fakt von der ZIP, sie ist mega, mega unbequem. Sie ist uralt, also meine Baujahr 1900. Ich glaube 93 oder 95, ich weiß es nicht mehr, ich habe zu viele ZIPs geschlachtet. Ja, auf jeden Fall sehr alt, das ist auch ein negativer Fakt. Ein Fahrzeug aus diesem Jahrhundert hat diverse Vorteile. Mach mal Platz, alte Schachtel. So, und zurück zum Thema. Die ZIP ist ziemlich unbequem. Ich habe schon andere Federungen reingemacht. Trotzdem unbequem. Ich habe den Sitz neu polstern lassen und eine Gel-Einlage eingebaut. Und trotzdem ist sie auf lange Touren nicht wirklich sehr bequem. Die Sitzhaltung, allerdings muss ich dazu sagen, tausendmal besser als bei einer Yamaha Aerox, aber ich glaube, mit einer Yamaha Aerox, also ich bin überhaupt kein Fan von Aerox, obwohl ich selbst schon eine hatte, aber die vom Bequemlichkeitsfaktor her, also um mehrere hundert Kilometer runter zu raddern, ist die Aerox wesentlich besser, obwohl man nicht so bequem drauf sitzt, als bei der ZIP zum Beispiel. Ja. Was noch? Was ist auch noch nicht so perfekt an der ZIP? Naja, ganz einfach. Ein 4-Liter-Tank. Die ZIP, egal in welche Baureihe, 50, 25, spielt keine Rolle, sie hat einen 4-Liter-Tank. Ey, was hat sich da Piaggio nur dabei gedacht? Vier Liter, ja, da kommt man ja nicht mal 100 Kilometer weit. Ja. Angeblich haben es diverse Leute geschafft, 120 aufwärts zu fahren. Ja gut, das schaffe ich auch. Aber nur wenn ich einen 2 Liter Kanister noch zusätzlich dabei habe. Und ich glaube, 2 Liter plus 4 sind 6. Selbst damit wird es ein bisschen schwer. Aber ja. Möglich ist alles, wenn man den Originalzylinder drin lässt, den originalen 10er Vergaser. Ja. Und da sind wir schon wieder bei einem Punkt. Die ZIP hat nur einen 10er Vergaser. Ist gut für den Verbrauch, klar. Aber für die Kühlung des Zylinders an heißen Tagen, meiner Meinung nach, No-Go. Aber, ja. Damit muss ich mich zum Glück nicht rumschlagen. So, was gibt es noch Schlechtes über die ZIP?
Naja, es gibt Zips, zum Beispiel die SP-Variante. Die wird gehandelt, als würde sie aus purem Gold bestehen. Im Grunde verstehe ich den Hype sogar. Die Verkleidung ist wirklich geil. Die Federung vorne, der Einarm ist scheiße. Aber es gibt die aber auch als mit einer normalen Gabel, so wie es sich auch gehört. Na. Negatives über die ZIP. Tacho. Die Tachoschnecke kostet neu zwischen 35 und 50 Euro. Also die billigste, die ich mal gesehen habe, war glaube 43 oder so. Ich will jetzt keine Zahlen in den Raum schmeißen, die sich dann für nicht wahr rausstellen und ich sie einfach nur geschätzt habe. Aber ich habe sowas im Kopf, so zwischen 33 und 45 Euro, sagen wir mal, kosten diese Tachowellen, Tachoschnecke. Und die gehen recht oft bei der ZIP kaputt. Tachowellen ebenfalls, die halten ungefähr, ja, meistens so 10.000, 12.000 Kilometer und die Tachowelle muss ausgewechselt werden. Und dafür muss die komplette Verkleidung weggebaut werden. Allerdings kostet dafür die Tachowelle nur ein paar Euros. Ja? Aber es ist halt ärgerlich, jedes Mal das umzubauen. Ich zum Beispiel, ich habe meine Tachowelle einfach abgezogen. Erstens, dass YouTube bzw. ihr und sonstige unerwünschten Personen, die eventuell auf meinen Account zugreifen und sich die Videos anschauen, nicht sehen, wie schnell ich bin, mich bei den Bullen verraten oder die Bullen selbst. Naja, man weiß nie. So, dieses Problem habe ich somit auch umgangen. Ich muss nicht jeden paar Monate, also ich fahre viel zu viel mit der ZIP, somit müsste ich wirklich alle paar Monate eine neue Tachowelle verbauen. Alter, das geht ja mal gar nicht. Ja. So. Noch schlechtere Sachen an der ZIP. Das ist ein positiver, aber auch ein negativer Punkt. Ich selber sehe ihn als beides an. Die ZIP ist luftgekühlt. Natürlich geil, um einen Zylinder zu wechseln. Zack, bumm, 5 Minuten. Nicht mal 5 Minuten hat man einen neuen Zylinder verbaut. Aber im Winter merke ich deutlich, dass die ZIP viel mehr Power hat bei der kalten Luft. Und im Sommer, oder wenn die Temperaturen wirklich heiß werden, ist die ZIP deutlich schwächer. Ja? Sie hat nicht mehr die krasse Leistung und bei einem 50-Kubik-Motor merkt man es auch sehr, sehr deutlich. Aber es ist nicht nur alles schlecht. Hab's ja gesagt, dafür kann man einen Zylinder ganz schnell, ganz flott umbauen. Naja, und ehrlich gesagt, ich fahre lieber eine ZIP als so eine Mühle. Also nichts gegen den Fahrer oder so, aber die Karre ist... Ja, und noch was Schlechtes an der ZIP. Das Licht ist eine Katastrophe. Also am Anfang bin ich nachts überhaupt nicht mit der ZIP gefahren, weil sie einfach null Leuchtkraft hat. Und dann musste ich öfters mal abends nach Hause, gerade im Winter ist es sehr, sehr früh dunkel. Ab 17 Uhr sieht man draußen schon nichts mehr. Und da habe ich gemerkt, wie beschissen das Licht wirklich ist. Zum Glück habe ich eine Piaggio-Gruppe. Das sind super geile Leute drin. Die haben mir Tipps gegeben, hey, versuch mal eine Sphera-Birne, versuche mal... Obala, was ist denn da vorne los? Hat nicht funktioniert, wie ich es wollte. Dann haben sie mir andere Tipps gegeben. Halogenlampen habe ich gekauft,
probiert. War ich auch nicht gerade ein Fan von. Und dann habe ich eine LED-Birne ausprobiert, die ich übrigens immer noch verbaut habe. Sie ist zwar, also im Vergleich zur JetForce, um es jetzt mal ehrlich zu sein, oder zu einer Energy oder zu einer Aprilia RS, ist das Licht der ZIP jetzt noch sehr schwach. Aber durch die LED-Birne habe ich um einiges an Leistung, wollte ich schon sagen, an Leuchtkraft gewonnen. So. Jetzt bin ich schon beinahe am Ziel. Ich muss schnell zum Schluss kommen. Ja, was gibt's noch Schlechtes? Naja, dadurch, dass die Fahrzeuge nicht mehr neu sind, haben sie auch ganz große Defizite, was Wartungen angeht. Bei mir zum Beispiel ist ständig mal, dass ein Blinker nicht funktioniert, weil eben Korrosion, weil die einfach die Verbindungen nicht mehr 1A sind. Aber das können wir der ZIP nicht ankreiden, sondern einfach, weil sie alt ist. Ja? Der Tacho selbst ist auch eine Katastrophe. Der hat keine richtige Tankanzeige. Der hat einfach nur, wenn der Benzin... Ah ja, der Tacho selbst geht auch sehr oft und sehr gerne kaputt. Das ist hier schon mein dritter Tacho, den ich verbaue, seit ich ZIP fahre. Also nicht seit ich diese ZIP fahre, sondern seit ich allgemein ZIPs fahre. Und dann Blinker. Sieht man nicht, in welche Richtung man blinkt. Ich meine, da gibt es Schlimmeres. Ja? Ölanzeige ist okay, Benzinanzeige. Da hätte ich gern eine andere Lösung. Und zwar ist ganz normal. Ja? Licht. Die ZIP hat kein Fernlicht. Aber nicht jedes ZIP-Modell hat kein Fernlicht. Und zwar die etwas neueren ZIPs haben bereits schon Fernlicht. Ja? Meine ist dafür sogar vorgerichtet. Also ich habe einen Schalter dafür. Aber ich habe nicht... Oh, und die Kabelverbindung habe ich auch. Bloß ich müsste mir ein anderes Licht kaufen. Ja? Und das ist mir nicht wert, weil ich habe es schon ausprobiert. So viel kraftvoller ist es nicht. Und wahrscheinlich würde das meine Lichtmaschine gar nicht erst stemmen. Ja? So, sollte mir noch was entfallen sein? Ich glaube gerade nicht. Ich hoffe jetzt echt noch. Gut, dann beenden wir mal das Video. Ich sitze hier gerade in der Wärme. Mir ist echt gerade warm. Ohne zu fahren ist mir wirklich warm im Pulli. Ich werde jetzt dann auch gleich ein Fahrzeugprobe fahren. Und derjenige wird jetzt dann auch die nächsten Minuten hier auftauchen. Von daher beende ich das Video. Fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.